Guanajuato. Die Stadt ist verkommen. Illegale Racer haben die Vorherrschaft. Doch eine Einsatztruppe aus mutiger Cops stellt sich ihnen entgegen. Es ist wieder Zeit für eine neue Runde Cops vs. Racer hier in Forza Horizon 5. Und damit herzlich willkommen. Ja, hier haben wir die Cops, ja, diese mutige Einsatztruppe, heute in der ersten Runde bestehend aus Max Jager, Lukas370Z, Tobi, Luna Blaze und Kuro. Und die Antagonisten in der ersten Runde, also diese ja, verkommenen Racer, stellen heute niemand Geringeres als Acid Burn, Ares, Filmexperte Andy und meine Eins. Ja, und ich würde sagen, wir gucken uns ganz kurz auch mal die Racer-Karren der ersten Runde an. Da haben wir einmal den Chevy 150, dann ganz neu ja mit dabei den BMW M4 Competition, sowie den Ready-to-Rock Mustang, sowie den Mitsubishi Evo 6 müsste das sein. Und dann haben wir noch den Nissan Pulsar. Also eine sehr, ja, bunte Mischung. Also diese, sagen wir mal so, die Mitte hier, die sieht schon sehr evil aus. Die anderen sind eher so die farbenfrohen. Aber gut, die sind halt so mehr verrückt. Die sind so quasi der Joker-Part, wenn man das jetzt mal aufs DC-Universum irgendwie münzen möchte. Sei es drum, ich verquatsche mich total, deswegen würde ich einfach sagen, wir lassen die Action sprechen und deswegen geht's rein in die erste Runde. Es geht los. Oh, Kurve. Ja, knapp. Ja, alles kalkuliert. So. Keine Lust, den Weg hier lang zu fahren. Der Unracer fahren alle über die Straße. Aha. Was? Nee? Die sind aber, glaube ich, später losgefahren. Ich glaube, 4 Racer sind über den Dirtweg gefahren. Was? Warum? Ja. Ich war einmal dabei, ich bin bloß langsam gefahren, weil... Ja. Erstmal hier die ganzen Sachen abräumen, perfekt. Natürlich. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu tief gelegt. Kann doch gar nicht sein. So, die sind übrigens schon go. Unterwegs. Hi, na? Ah, hallo. Lang nie mehr gesehen. Ja, Wahnsinn. Ja, der nächste. Servus. Ich glaube, ich warte mal am nördlichsten Punkt auf die Cops. Das soll ja immer ein Auge des Zahns, wollte ich jetzt gerade sagen. Das ist natürlich eine perfekte Formulierung, genau so sagt man das auch. Auge des Sturms natürlich. Und das andere mit Auge und Zahn war Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber das ist ein anderer Spruch. Auge um Sturm, Sturm und Zahn, hä? Genau, das ist jetzt die neue Version. Okay, hier sehe ich einen M4, den nehme ich von dem Verfolgung auf. Bei mir hat so in die Hose gehen mit dem Auto. Jetzt sehe ich noch keinen. Die chillen ja übel, ich fahre die komplett nördlichste Straße ab, da ist einfach kein Cop. Die müssten doch da jetzt alle sein. Ja, die müssen jetzt auf jeden Fall in der Stadt schon mindestens sein. Ja, so nach einer Minute müssen die das ja auch gerade so geschafft haben. Ja, nicht nur gerade so. Also wenn jetzt nicht in Police Academy Start gemacht haben. Ja, never say never. Ja. Ich habe sie ja in meinem sehr eposalen Intro als... Okay, die haben echt ein bisschen gedauert. Ich bin gerade das westliche Estland gefahren und da sind jetzt erst zwei runtergekommen. Ich sag mal so, ich habe dich nicht gesehen. Och nö, da steht so ein... Das glaubt ihr nicht, aber... Das auch Scheiße. Nicht. Viel zu spät reagiert. Hast du viel Schaden? Nee. 3,3 Modo, alles easy. 9. Ich hab, das war so ein richtiger Brainlag. Ich sehe sowas Buntes und denk so, ja. Pff. Moment, was ist mit dem M4 gerade passiert? Camaro und Camaro, Sperrstraße nach Süden runter, nehmen wir Verfolgung auf. Moment, ich hab den M4 gerade abgeschossen. Ja, du bist voll und nicht rein. Cool, bei mir waren zwei Wagen doch zwischen uns. Echt? Ja. Also bei mir sah das gerade aus, du fährst um die Ecke und auf einmal hast du rückwärts reingehauen und bist du Hund mit 100 km/h weggefahren. Du bist voll in mich reingeballert. Okay, ja, jetzt nee. Der eine kommt mich einfach hoch. Ja, was passiert? Hä, was ist denn hier los, gerade, Mann? Ja, okay, ja, mehr kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Ja, M4 ist down, würde ich sagen.
Ja, du, also ich würde mal behaupten, der Aufprall von Andi hat mich komplett zerstört. Ja, wie gesagt, bei mir waren da noch zwei Wagen dazwischen, also das echt? Ist dann dezent hat die sind gewesen. Ja, das war echt ein komisch gerade. Ah ja, passt schon. Ich bin jetzt am westlichen Kopfspawnpunkt mit einem Empathen. Also halten wir fest, diese brutalen Racer, die die Stadt übernommen haben, sind gut darin, sich selbst zu zerstören. Wir sind die, die für Ordnung sorgen hier, ja? Ohne mich hätten die den M4 nicht bekommen. Ach so, danke. Ja, kann schon sein. Drei Kopf war jetzt über Eskalation Richtung West, Osten. Es gab übrigens in den Kommentaren einen Vorschlag, ob wir nicht eine Sonderregel einführen sollten, dass wenn zwei Racer einen Cop festsetzen, dass der Cop dann raus ist, weil ja die Racer dann in Überzahl sind. Ich sag's mal so, wir können das gerne mal machen in einer Ausgabe, aber ob ich das wirklich als feste Regel einführen will, weiß ich nicht, weil je mehr Regeln, desto komplizierter wird's. Und dann, es wird auch irgendwann so in Chaos enden, dass du dann vier Racer, fünf Cops auf einem Haufen hast und du dann erstmal aussortieren musst, wer wen gerade festgenommen hat. Ja, im Prinzip müsste man es halt so vereinfachen, sobald die Cops gleich viel oder einen mehr haben, zählt es immer für die Cops. So, also das heißt, wenn es jetzt 4 zu 5 ist, wie du sagst, also 4 Racer, 5 Cops, dann haben sie halt 4 Festnahmen. Aber ja, deswegen, das könnte man mal machen, so für eine Ausgabe. Aber ich weiß schon, wenn man das dann nur für eine Ausgabe macht, dann weiß ich eh schon, dass es alles gut eine umgedrehte Edition wird und alle Racer nur noch die Cops festnehmen. Dürfte meine jetzt aber eigentlich gut sein. Habe einen paar Frontal getroffen, hatte keine Chance. Perfekt. Der Evo ist aber auch schnell, holy shit. Ja, ich hab tatsächlich. Der RTR ist halt super creepy, aber schnell ist er nicht. Und ich habe ihn ein bisschen zu tief gelegt. Aber ich habe halt auf die Semi-6 verzichtet und dafür jetzt hier irgendwas um die 450 PS auf 1,2 Tonnen mit Sportreifen. Das wird gut. Schon nicht schlecht. Ja, ich habe halt knapp 1,7 Tonnen auf 400 irgendwas PS. Ich weiß gar nicht, wie viel das sind. 450 vielleicht. Hm. Dafür bin ich so breit wie lang. Yo, der BMW ist verdammt schnell. Junge. Karla startet. Oh, nehmen wir Verfolgen auf. Hab einen Mustang gefunden. Ui, 4 Cops Eskalation. Hab einen M4 gehört. Komm mal her, Kollege. Ja, die irgendwas läuft hier schief. Ja. Will ich fragen? Ich würde sagen, das war jetzt mal ein gutes Car-Meet. Hat funktioniert. Ray wurde getroffen und ich habe Ray rausgeschoben. Ich bin so durchgeschleiert hinter der. Oh, was ist hier los? Hier ist auch Car-Meet. Irgendwie schon. Wie knapp das einfach gerade war. Wie random das vor allem war. Ja, richtig. Also da wirklich innerhalb von 100 Metern einfach mit 8 von 10 Spielern in der Kolonne uns da finden. Wenn du das jetzt absprechen würdest, hey, lass uns da und da treffen, würde es mindestens 10 Minuten gehen. Ja. Das ist echt so. Also, und das ist nicht gelogen, ja. Also. Die üblichste Blitzerzone mit 4 Cops. Ich glaube, von weg kommt, tue ich von denen erstmal nicht. Dafür habe ich zu viel Motorschaden. Doch, du kommst ja jetzt weg. Okay. Das ist eine Anordnung. Ich denke nicht so auf andere. Oh. Gefährlich ist auch, wenn man aus dem Tunnel rausfährt. Ah, jetzt sind alle 5 Cops da und 2 Cops haben sich ja frontal abgeräumt. Traumhaft. Das Baseball. Oh, ich muss echt mit den Reifen aufpassen. 34%. Und grob Richtung Teufels, ey. Chris ist ja auch noch da. Ich habe mich auch mega erschrocken. Ja, hallo. Na, wir sind falsch im Team, ey. Jetzt haben wir nichts mehr gesagt. Yo, also für das ein Kopf so hat sich an der Kante um aufgehängt. Habe ich erst 20% Reifenschaden, also Respekt. Ich habe keine Chance, Daniel. Der M4. Ich bin jetzt. Du hast aber Angst, wenn ich um dich Untergang getrunken bin. Was ist denn eigentlich mit Verkehr los? Überall stehen die rum und parken in der Hauswand. Das ist ja richtig. Junge, spild. Vor allem fahren gerade irgendwie nur Pickups rum. Ja, ich habe nur noch 2 Pickups und riesen SUVs. Nee, das sind 2 besser. Gleich wieder Teufelsecken.
Ja, mach mal. 2,5 Minuten noch bis Kaffeepause. Das wird ganz gemütlich rund. Das war jetzt aber nicht nett. Kann die Empanas halt ein bisschen so schnell Wendung ein bisschen austricksen, weil das kann der Bruder. Bist du gerade mit den Cops? Von Teufelseck jetzt diese Bergaufstraße so Richtung östlichste Bogen. Und ich bin Hauptstraße. Klar, nehmen wir Verfolgung auf. Alter, wie viel kriegt der BMW? Da vorne ist ein M4 und ein Camaro. Ich nehme die Verfolgung auf. Perfekt. Ja, Bahn Speerstraße Richtung Süden. In okay. Die südlichste Straße rein. Wozu mit der Schau ich's probiert? Oh, da ist jemand raus. Junge, wie ich den Camaro einfach wegschieb. Ich hab nicht östlichste, knapp unter Hauptstraße. Ah, okay, ich glaube, ich sehe da. Die anderen verfolgen die südlichste Straße. Aber die reagieren nicht auf mich. Ja, doch, jetzt haben sie es gemerkt. Ein Kopf ist jetzt hinten dran. Jetzt fährt der eine weg, der andere. Was macht der andere? Ich warte jetzt mal auf ihn. Ah ja, er kommt noch. Okay. Muss ja den Cops mal ein bisschen zeigen, wo man ist. Wer der Mustang ist. Wer der Mustang hier ist. Also ich weiß nicht, aber mir ins Heck zu fahren, bremst mich jetzt nicht gerade aus. Das beschleunigt mich eher, aber okay. Kann ich aber auch in Begrenzer beschleunigen, das ist mir nämlich passiert. Daher kam 40% von dem Motorschaden. Ja, aber dann geht's schnell. Leider verbremst. Automatik schaltet die gut genug. Okay. Also keine Ahnung, mich hat er zumindest schon... Eine Minute noch zur Kaffeepause. Wann, wie, wo? Eine Minute. Okay. In einer Minute ist sie, ja. Ja, man muss schon, das ist gut. Also wenn ich jetzt verfolgt werde und dann in so ein Ding reinfahre, das geht. Oh, na. Natürlich, das kann ich nicht reparieren. Da war irgendwo ein Impala, aber ich glaube, ich habe ihn ziemlich verarscht. Ah ja, du hast... Den haben wir gerade beide verarscht, der ist aus dem Östling jetzt rausgekommen, wie ich reinfahre. Ja, ich habe auch gerade einen richtig geilen Move gemacht. Okay. Das hat ihn auch so ein bisschen rausgesetzt. Und jetzt fährt der Hauptstraße Richtung Osten, wenn ich nach Westen fahre. Sehr gut. Baseballstadion. Der mich gerade sehr gekonnt eingekesselt hat. Respekt. Da war irgendwie heute der Ausgabe mehr Red Cross Cops. Ich habe auch den Fahrer gefunden. Hauptstraße Richtung links. Osten. Recht weit östlich schon. Oh, das ist der, den ich gerade hatte. Kaffeepause jetzt. Camaro hinter mir. Aber der hat mich gar nicht gesehen, weil er hat mich nicht verfolgt. Fahrwerk zu hart. Eieieiei. Und zu tief das Auto. Fahr mal da. Östlich ist erst raus. Gar nicht im Westen heute. War noch nicht viel. Jo, 40% Rote. Das Auto hier hält nichts aus. Du fährst einen Pulsar, der ist jetzt nicht unbedingt ein Panzer. Schade eigentlich. Ich fahre jetzt Hauptstraße Richtung Osten. Nein! Ich wollte ihn loswerden, aber ich bin. Ah, verdammt! Och ne, als ob ich jetzt Schröderkopf hinter mir habe, was soll denn das? Ja, die sind halt schnell. Die mögen den Fiat auch nicht. Ja, ich merk schon. Eskalation Richtung Westen. Die mögen kein Golf und kein Erster Entier. Untergrund. Mal Kaffeepause. Aber am nächsten Punkt. Wäre mich auch gerade sind gleich komplett hinüber. Boah, leck. Aber die sind aber Platz auch brutal. Mal schauen, ob sich da jetzt ein Kopf repariert. Ich denke immer noch da an dem Untergrundeingang Eskalation. Am ersten von Osten aus gesehen. Hört doch auf, Mann, jetzt lasst es doch mal sein, ey. Geht doch weg! Jetzt braucht ihr mich schon wieder. Ey, das gibt's doch gar nicht. Ohne Witz, BMW ist schlechte Wahl. Das hätte ich dir ja. Ich hab da was gehört. Warst du in dem S oder wo warst du? Nee, daneben. Östliches oder westliches? Weiß Gott. Ah, ich sehe einen Kopf. Gar nicht genau. Ich treffe einen Kopf. Platz und er ist voll in die Auswand gekachelt. Das hat ihn ein bisschen arg mitgenommen. Ich glaube, ich war hier ein Panzer. Gar keinen Motorschaden dafür bekommen. What the fuck? Okay. Also Motorschaden kriege ich tatsächlich auch wenig, wenn ich frontal auf einen drauf baue. Aber die kanten mich immer so schön ein. Das hat aber wehgetan. Nee, auch nicht. Camaro Hauptstraße. Boah, ich habe einen Chevy 150. Ich versuche den mal an den dran zu hängen. Guck mal, ob ich das hinbekomme. Doch, ich bin Arsch, ich mach das mal. Wow. Aber er schafft es, glaube ich, nicht an mir dran zu bleiben. Hier parken Cops und Ghost. Ein Camaro kommt vom Stadtpark.
Vor mir ist gerade ein Kopf im Pausenmenü gespawnt. Okay. Nee, ich glaube, der ist nicht gespawnt, der stand da noch, der will keine Ahnung, was der macht. Also heute fahre ich irgendwie so durch die Abgrenzung. Oh, du siehst den Verkehr nicht, oder was? Okay, oh, da kommt noch einer. Da ist einer. Ja, verfolgt ihn! Verfolgt den! Verfolgt den! Perfekt! Ha! Wo denn? Jetzt, und schon hängen sie an dir dran. Guck mal, wie sie mich ignorieren und dich verfolgen. Ja, dann denken sie, wollen obwohl ich schon angehittet bin. Fahren. Aber ich glaube, die haben Angst vor dem Mustang. Der sieht einfach zu böse aus. Na, ich muss mich auch mal reparieren eigentlich. Aber es macht gerade zu viel Spaß. Kannst du deinen Kopf zur Reparatur mitnehmen? Ja, die verfolgen mich doch nicht. Ja, dann hängen die Cops nicht an den 155 dran. Die hängen jetzt da voll dran. Das war ja nur ein Test, ob sie das wirklich machen. Und dann machen sie es tatsächlich. Also die Cops stehen die einfach auf ihn, statt auf mich. Müssen wir echt zugeben. Also heute. Muss ich echt sagen. Einer. Die spielen ja genau. Und das ist ein anderer Spieler. Ich wollte gerade sagen, seit wann fahren Audis hier durch die Gegend? Ja, den habe ich auch. Das Silber, ne? Ja. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Okay, ich bin raus. Und zwar jetzt. Nein. Genau da bin ich raus. Haben die jetzt 5, ne? Ja. Ah, keiner ist gut. Ah, ist gar nicht mal so schlecht. Doch schon. Ja, bis zur Hälfte der Ding, 5 Stück. Wenn sie jetzt nochmal die andere Hälfte nochmal 5 kriegen, haben sie 10. Ich würde sagen, das ist... Ja, ich kann mich ja nochmal 3 Mal fangen lassen. Ich repariere mich mal und wer das auch machen möchte, hat noch 50 Sekunden Zeit. Nö. Okay. Ich nehme mich jetzt auf, sonst vergesse ich es wieder. Ich habe noch Cops östlichste im Norden. Jetzt Hauptstraße. Hauptstraße bin ich auch. Geil. Ah, guck mal, da ist ein Cop. Ich hänge mich gleich dran. Verfolgung Richtung auf. Westen fährst du, oder? Ja, genau. Von ganz oben. Aber jetzt bereits östliches S. Und der Camaro wollte mich T-Bone. Ist aber gescheitert. Ja. Hat sich selbst T-Bone mit der Hauswand. Ja. Bin direkt hinten dran. Hinter mir auch nochmal ein Camaro. Also ist jetzt Racer, Camaro, Racer, Camaro. Wo denn? Wir fahren jetzt gerade zum Theater. Okay, ich hab cool. Todeskart gerade fast aufs Dach. Er nimmt über den Randstein. Okay. Was? Hä, wo kommt der her? Achso, der ist anders gefahren. Okay, nice. Nur aufpassen. Der vorne macht so langsam, der Camaro, deswegen ich muss aufpassen, dass nicht von hinten gleich einer. Kaffeepause vorbei. Pala. Weiß nicht, was er vorhat. Okay, ein Camaro. Okay, ein Camaro. Oh, da war noch mal einer. Ich habe jetzt 2 Impalas. Ach, oh, du bist da hinten. Ja, guck mal, hängen wir die doch mal an dich dran. Ja, komm mal her. Alter, ob das Experiment funktioniert. Ich habe jetzt auch 2 Cops Eskalation Richtung Post. Aber sie kommen nicht mit. Wo sind die hier denn jetzt? Das macht ja gar keinen Sinn. Ich habe jetzt 3 hinter mir. Guck mal. Haben sie die Folge abgefahren? Die versuchen mich nicht mehr zu verfolgen. Was habe ich denn? Der Fulsa ist zwar einfaches Opfer. Ich halte einen Schanzer. Stink ich so oder was? Die sind gerade ins Wirrwarr reingefahren. Warst du wirklich damit? Ja, ohne Witz, Mann. Also. Guck mal, jetzt sind sie. Jetzt komm, ich hänge mich jetzt einfach hinter dich. So, das passt doch perfekt. Du fährst jetzt da einfach vorne links und ich mache jetzt hier einen auf Chili Vanilli. So, jetzt hoffe ich mal, dass sie mich verfolgen. Komm, verfolgt mich. Verfolgt mich. Nein, sie folgt nicht! Was ist das denn? Der eine Team. Ah! Die ignorieren mich einfach. Bei diesem mit der Emotion. Die haben echt Angst vor diesem Mustang. Ich meine, der sieht echt auch böse aus, aber. Ich glaube, es ist weniger die Angst vor dem Mustang als die Einfachheit des Pulsers. Ach, Quark. Ich schalte dich jetzt aus. Dann müssen sie mich. Dann müssen sie mich einfach. Gleich wieder Richtung. Todeskörper. Und Andi ist schon einen Kopf hinterhergefahren, hab ich gerade gesehen. Nein. Fahren wir mal dem 918 hier hinterher. Oh. Ich bin im Kopf-Sandwich. Ja, okay, die ignorieren mich ja eh. Sehen die mich vielleicht gar nicht. Jetzt dauert die Verfolgung geswitcht, glaube ich. Nein, die wollen ja auch nicht. Das ist nicht recht, mehr, ne? Die sind nicht mehr an Filmexperte dran. Ich schmeiß mich vor 3 Cops und die biegen trotzdem ab. Ah, ich bin halt ich zeig die an, das ist Mobbing. Das sind ja 5 Cops. Das finde ich auch frech. Ja, fahr mal auf deiner Seite. Ich hab die Cops gerade etwas desorientiert. Glaube auch. Die stehen gerade zu 4 Teile. Ich glaube, wir verwirren die zu sehr. Und sind gerade alle an mir in der Winkelgasse vorbeigefahren. Blitzstreik oder was? Sind die auf der Hauptstraße unterwegs oder was? Nee, die sind da Richtung nördlichste gefahren.
ich bin halt in der Winkelgasse. Ja, jetzt, Nord, ja, jetzt, mein Gott, nördlichste Richtung Osten, jetzt haben wir doch was. Vielleicht muss Andi ein bisschen leiser drehen. Du bist ein bisschen laut mit deinem neuen PC. Was? Ja, das Mikro klingt anders mit deinem neuen PC gerade so. Ja, okay. Was ist anders? Er ist ein bisschen lauter, so kurz vorm Übersteuern jedes Mal. Also damit meine ich nicht das Auto. Das auch, glaube ich. Das kann ich gleich regulieren. Ja, ich kann es auch regulieren. Ich muss gerade... Oh, Passant, geh weg! Da beides gleichzeitig. So, jetzt. Die ignorieren mich ja eh. Ist schon wieder ein Kopf mich gekreuzt, während ich am Teamspeak rumfummel. Und er macht ignoriert sein. Also, wer will, ich fahre Richtung Teufelseck. Dann Richtung Theater. Okay. Ich nehme die Verfolgung mal wieder ab, ne? I'm so lonely. Und ich sehe gar keine Cops mehr. Auch nicht schlecht. Das sind, glaube ich, alle gerade bei Anti. Ja, ganz ehrlich, ich schalte diesen Cop aus. Ist mir egal. Ich würde nicht sagen, dass die bei mir sind. Also, Zerstörung! Ich glaub, sie ah, hi, Chris. Hallo, morgen! Alles von der Kumpel. Wir sind durch und wir cruisen hier. Oh, aber da fahren hier Seelenblut lang. Nee, sind schon wieder was. Der musste den Cop abhauen. Ich konnte fast nicht ausweichen. Oder? Da war ja, doch was. Ja, ich schon. Der hat jetzt nicht. Ah, da ist was. Den nehme ich direkt fest hier. Wie viel Motorschaden hat mir das jetzt gegeben? Nee, gar nichts, fast gar nichts. Also, ja, mir fast gar nichts, aber ich hab jetzt habe ich den Impala dran, aber den hat jetzt gut geküsst, weil der hat mich leicht erwischt. Denn. Genau, ich fahre wieder in den Untergrund, das bin ich eigentlich für ein Depp. Au. Wo sind die Cops? Weiter das Hauptstraße. Richtung Westen. Eskalation Richtung Westen, also Richtung Bahnhof. Wie wir den gerade geärgert haben, ey. Ach. Gemobbt. Ja. Ey, wie sie schon wieder am Nissan drin hängen, die. Ich fahre in die Wanne rein. Jetzt. Ist mir scheißegal. Den nehme ich jetzt fest. Komm, komm. Nimm du den Kopf, ich brauche ihn nicht mehr. Boah, ich habe eine Idee. Wie das gelingt. Ah, schade, er biegt ab. Ah, warum biegt. Die ignoriert mich einfach echt, ne? Wir wollen dich nicht. Ray, du bist, das ist, du bist das ist echt brutal. Krass. Also Zuschauer, ich bin bemüht, hier Action reinzubringen, ja. Ich handle eigentlich schon völlig irrational, aber nee. Ray, du bist einfach zu brutal. Die also, haben keine Macht gegen dich. Ray, wo bist du? Eskalation Richtung Panzer. Eskalation. So, jetzt, ja, komm, ja. Komm, nehmen wir mal fest, ja. 21, naja, schade. Aber wer ist da? Was heißt denn Eskalation Richtung Eskalation? Ja, ich bin genau Sperrstraße, Eskalationsgrenze. Ah ja. Ich chill jetzt die ganze Zeit hier auf einem Fleck, also jetzt müssen sie doch mal was machen, komm. Hab ich sogar meine Reifen zerstört wegen. Hab einen Impala dran? Nein, hallo. Fahr runter Richtung, aus dem U-Haus Richtung Park runter. Das einzige Geile an dem BMW ist eindeutig das. Hey, was hat jetzt der Impala gemacht? Der ist einfach weg. Hä? Wo ist der Impala, vielleicht? Den ich gerade versucht habe festzusetzen? Vielleicht hat er sich repariert. What the? Hä, hey, die wollen mich halt echt nicht. Ja, hier ist gerade ein Impala festgespawnt. What the? Piep. What the Piep. Wo sind denn überhaupt alle Cops? Ich sehe keinen einzigen mehr. Eskalation Richtung Hauptstraße, danach Richtung Sperrstraße. Habe ich die irgendwie geschmiert, von woran ich nichts weiß, oder? Du hast den Kopf hinter dir. Ja, ich weiß. Schöne ganze Zeit. Die sind alle korrupt hier wahrscheinlich. Das ist ja richtig knapp. Jetzt hätte ich fast dich weggeschossen. So, da ist noch mein Impala. Ich nehme direkt Verfolgung auf. Weil er nimmt sie ja an mir nicht auf. Oh, da vorne. Oh, mein Auto ist ganz schön kaputt, merke ich gerade. Motor, richtig gut. Das Auto ist halt echt nicht schnell, der alte Chevy, gell? Nee, ich mit dem PLS-Motor. Da ist eine Riesenverfolgung, da klemme ich mich mal dran. Ich meine, die ignorieren mich ja eh. Ich bin ja wie Luft. Ich kann ja quasi meine Racer-Kollegen unterstützen. Sag mal, wie kann denn der mich hier immer so schnell pinnen? Das
Platz da! Höre ich was im Unterbau? Das ist die Verfolgung. Guck mal, und die bleiben aber an dir dran! Ich stehe förmlich schon! Ah, komm, ist mir egal, ich bleib da jetzt dran. Bin ich halt Andis Schutzengel. Oh ja, bitte. Das ist echt verhext, also. Das habe ich euch leider nur verloren. Wo seid ihr hin? Richtung Parallel nördlichste Westen. Ah ja, ja, ich sehe es. Oh, meine Reifen sind halt fast weg. Ich habe über 70% jetzt leider schon. Geil. Weißt du, am Ende, wenn ich dann wieder 90% habe, machen sie dann wieder, oh, jetzt nehmen wir dich fest, jetzt wo ich mich dann nicht mehr wehren kann. Ich halte da jetzt einfach mal voll rein. Na ja, gut, das kostet halt ziemlich viel Motor, dann egal. So, schön mal den Impala an die Wand geboxt. Der ignoriert mich! Die ignoriert mich einfach! Das gibt's nicht! Ja, ohne Witz! Also entweder sehen ich nicht, oder die ignorieren. So, jetzt den mal hier wegboxen. Der ignoriert mich auch. Ich krieg aber auch keinen Motorschaden. Was ist hier los? Ich bin voll frontal in den Reihen, hab immer noch 1%. Aber meine Reifen sind halt richtig hin. Ah, hi, Anton. Wo ist das AK da in der Nähe? Weiß nicht, wo ihr seid, ey. 4, glaube ich. Ja, kommt hin. Aua. Ich glaube, ich habe meine jetzt gerade angehängt. Nicht mal mehr eine Minute so Overtime. Remis, ich bin langsam gleich nicht mehr gefechtsbereit. Ich bin A komplett hinüber. Oh, meine Reifen sind ziemlich hinüber. Komm. Ist so schlimm, wenn du einmal Alter, bei. Macht ein Mazda 3 Burnouts. Was hast du? Ist eine Minute das Overtime oder was? 30 Sekunden, ja. Da muss es jetzt noch irgendwie halten. Okay, jetzt würden sie mich easy festnehmen können. Ich habe eine 100% Reifen. Oh mein Gott. Und da fahren sie Hauptstraße. Richtig. M4, du musst meinen Job übernehmen. Rette Andi. Oh, ist schwierig. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Hinterreifen mehr. Ah, dafür kann ich jetzt geile Drifts ziehen. Drift muss vorbei sein, ja. Ich habe meinen Kopf abgehängt. Ey, mit okay, es ist Overtime. Ich weiß nicht, ob ihr verfolgt werdet. Kann noch mal einer nachgucken? Ja, mach. Wir werden nicht erfolgt im 4, aber ich nehme dich jetzt fest. Aber ich habe keine Reifen mehr. Ich glaube, du nimmst mich fest. Bist du dir sicher? Boah, guck mal, das ist aber ein schöner Tanz, was wir hier gerade machen. Also, es fühlt sich irgendwie nicht so an. Ja. Was macht jetzt denn der Cop? Cop, es ist Overtime. Das zählt nicht, es ist Overtime. Wir sind schon längst raus. Schieben wir ihn weg. Ja. Schieben wir ihn weg. Jetzt nehmen wir nämlich dich fest, Kollege. Weißt du, jetzt, wo es nicht mehr zählt, kommen sie. Das ist echt so. Also jetzt sind, glaube ich, meine Reifen... Oh, kaputt. Ja, meine sind schon lang kaputt. Alter, meine Seite, die ist auch komplett Schrott. Das war's. Haben sie dich, Andi? Ja, ja. Achso, haben sie noch eine andere Verfolgung? Ne, scheinbar nicht, ne? Nee. Was will denn der... weiße BMW hier. Jo, Alter, die haben mich einfach gegen die Wand gelassen. Gut, egal. Ich glaube, das war's. Ich glaube, sie haben Andi noch bekommen. Wie viel haben sie jetzt gehabt? 6 Stück? 6, was? Ja. Ja, okay. Ja, schade. Nachdem ich sie so gelobt habe mit 5, haben sie stark abgebaut. Sag ich doch. Hätten sie mich mal verfolgt, hätten sie mich vielleicht auch bekommen. Jetzt am Ende, wo es nicht mehr zählt, ne? Naja, gut. Also, dann gibt's den Seitenwechsel. Dann gucken wir mal, ob wir uns als Cop besser anstellen. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis gleich. Wir spüren, oder besser gesagt, ich spüre zum ersten Mal richtig Stress, denn da oben läuft eine Zeit runter. Wir müssen uns übelst beeilen und deswegen will ich gar nicht lange drumherum reden. Also es geht darum, dass ich quasi jetzt diese Anmod mache, bevor diese Zeit abläuft. Sonst beginnt Arcade und alles ist kaputt. Ich komme damit nicht klar, das ist so viel Druck. Wir gehen ganz schnell die Racer-Karten durch. Also, wir haben einmal einen Mitsubishi Evo Lancer 9, nicht 8. Er denkt, er fährt einen 8er. Ist aber ein Neuner, also weiß selber, kennt sein eigenes Auto nicht. Egal. Subaru BRZ haben wir am Start, dann Mitsubishi Starion, dann ein Chevrolet, nicht Chevelle, Impala, das kennen wir ja alles schon, und dann noch ein Käfer. Wunderbar. GT3. 911. Ihr wisst Bescheid. So.
Ich habe jetzt für gern ein bisschen mehr gelabert, um euch auch diesen Druck zu vermitteln, eventuell in diesen Arcade zu kommen. Traumhaft. Ja, habe ich gut gemacht, finde ich. Jetzt haben sie noch eine Minute Zeit gleich. Na gut, sie beeilen sich. Ja, Taktik. Den nehmen wir fest. Ich Freund und Helfer, ich wollte noch Starthilfe geben. So. Ja. Taktik wie immer. Wir nehmen alle fest. Okay. So, ich repariere mich mal kurz. Ich habe das Recht, das zu tun. So. Ja, macht ja hier. Macht ja hier so Dings. Ja. Von uns ist ja keiner Lobby-Lead, ne? Nee, Lukas. Ja, ja, gut, dann ist ja egal mit dem Arcade. Ja, und sonst so? Vielleicht sollten wir uns noch ein bisschen einteilen. Wo soll ich hinfahren? Gut, es geht los in 3, 2, 1, let's go! Ja, die ersten beiden machen Grüppchen, die nächsten beiden machen Grüppchen. Und ich mache ein Grüppchen. Hör auf damit! Ja, schnell. Los, sagt er! Oh, mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Nummernschild. Egal. Ja, egal. Die linken beiden dann im Nordwesten und die anderen im Südosten. Richtig. Ja, ich fahre einfach dem Impala da vorne hinterher, weil das ist mein... Die Süd-Nord-Aufteilung ist, by the way, ein bisschen Quatsch, wenn wir schon West-Ost haben. Der Gedanke war ja doch... Ist ja egal. Der Gedanke ist trotzdem Quatsch. Wir könnten natürlich auch mal die ultimative Aufteilung machen, ja? Alle in eine Himmelsrichtung und der eine in die Mitte. Okay. Aber jetzt heben wir uns für eine andere Folge auf. Oh. Vielleicht. So, du bist das Christ hinter mir? Ich erwarte aber jetzt höchste Disziplin. Das war knapp. So, wir finden jetzt direkt den ersten. Wir finden ihn früher. Ich fahre dir einfach da direkt hinterher. Da ist er, da ist er. Wie auf Kommando. Oh. Scheiße. Wo wäre noch ganz gut. Eskalation Richtung Osten. Ja, okay, macht ihr das mal, ich bin am GT3 dran. Oh. Ich bin im Untergrund reingeflogen. Am Startturmplatz vorbei. Ist der GT3 vielleicht gerade Hauptstraße Richtung Osten. Der GT3 ist Speerstraße, Haarnadel Richtung Park rein. Oh, ne. Da sind wir immer noch Hauptstraße Richtung Osten. Ja, dann machen wir GT3 und du mal bleibst alleine an dem Punkt anderen dran. Ja, also, okay. GT3 ist jetzt im Park. Was mit dem Bremsen los? Sehr gut. Fährt Richtung Eskalation. Ich pin ihn gerade, ist immer noch Park, kehrt jetzt um. Und fährt Richtung Brunnenplatz. Und entscheidet sich dann doch vorher noch ins U zu fahren. Ist also quasi jetzt vom Park aus ins U reingefahren und fährt auch das U weiter von Ost nach West. Von Ost nach West. Das ist korrekt. Er kommt jetzt am Brunnenplatz dann quasi in dieser Engstelle wieder raus. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir sind da noch im U drin. Er fährt wieder zurück und er fährt. Wunder, verdammt. Das war knapp. Oh, jetzt erst Pausenmenü. Ja, gut, dann stelle ich mich da hin und zähle mal an. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt ist er da vorne. Was war das? Was? Ich tippe mal erst aus, wenn er auf Zurückspur gekommen. Nee, halt mal an. 21, 22. Okay, ja, also, ja, wir lassen es mal so gelten. Ist egal. Wir haben ihn ja nicht verloren dadurch. Wir sind immer dann noch an diesen Hütten da, die da sind. Jetzt fährt er runter. Der ist super langsam. Soll ich da runterfahren? Ja, ich hänge am BRZ dran. Da hinten nicht kaputt machen. Ja, den habe ich leider irgendwo verloren. Alles gut, ich habe ihn wieder. Okay, dann gehe ich jetzt zur Verfolgung mit rüber. Startpunkt fest. Also von den Hops. Da war Park. Wir sind jetzt am Brunnenplatz. Okay. Nee, das hilft überhaupt nicht. Wir fahren beide nach Norden. Wow! Alter. Ja, ich bin gleich am Norden. Einer. Wir sind im Tunnel. Kannst du ihn pinnen? 20, 22. Oh, er sieht keinen Verkehr. 25, ja, perfekt. Hauptstraße Richtung Osten. Ja, komm mal. Höhe Winkelgasse.
biegt ab Richtung Süden. Alter, hat der ein paar da bremsen? Holy shit. Also Richtung Teufelseck ist er jetzt unterwegs. Okay. Fährt Richtung Theater. Eskalation Theater. Vom Edgy. Welche Seite der Straße? Fährt hinter das Theater. Also Richtung Wirrwarr. Versucht da nicht zu uns. Oh, ich hab den G3 wieder. Das ist so schön. Fährt Wirrwarr Richtung Parallel Südliche. Ja, fährt Parallel Südliche Richtung Speerstraße. Jetzt also sofort an der Speerstraße, fährt Richtung Süden. Also Richtung Südliche oder U, je nachdem wo er biegt ins U ein. Komm nicht mehr. Also obligatorisches U von Ost nach West. Jetzt an der Parkkreuzung vorbei, fährt Richtung Park. Also U Richtung Park, runter. Jetzt sofort im Park und fährt Richtung Brunnen. Brunnenstraße Richtung Norden. Unter Eskalation durch. Nördlicher Tunnel rein Richtung nördlicher Punkt. Und fährt nördlichste Straße Richtung Osten. Biegt aber ins. Nee, westlich, parallel. Parallel nördlichste Biete ab, sorry. Das ist doofer Winkel. Parallel westliche Richtung Osten weiterhin. Winkelgassenkreuzung jetzt sofort. Fährt er Richtung Süden runter. Also Richtung Hauptstraße, Hauptstraße Richtung Westen. In die Winkelgasse rein, wieder Richtung Norden. Haben wir es entgegen. Ach, hier darf man durchfahren. Und okay. Parallel nördlichste Richtung Osten. Richtung Hauptstraße wieder runter. Östliches S von Nord nach Süd. Camaro fahr vorbei. Und jetzt sag bitte woanders die Ansagen. Machen wir jetzt nicht das dritte Auto in der Reihe. Jetzt fährt er nach Theater. Runter. Biegt am heftigen Randstein ab. Fährt Richtung Theater. Lass mich gerade kurz mal vorbei, Camaro. Ja, lass dich vorbei. Er fährt Richtung Teufelseck. Und ist vorm Teufelseck abgebogen. Hab's leider verpasst. Ich versuche ihn da vorne wieder abzufangen. Er fährt Richtung Baseballstadion. Richtung Stadion hoch. Jetzt Baseballstadion, fährt in den äußeren Ring rein und wieder runter Richtung Teufelseck. Also Richtung Parallel Südliche Tunnel. Mit eben Option zum Teufelseck. Ist jetzt an dieser Kreuzung, fährt in den südlichen Tunnel rein. Hab eine zweite Verfolgung, also keine weitere. Ja. Im südlichen Tunnel jetzt drin. Ich versuche mal ein bisschen auszubremsen hier. Oh. Nicht mir. Ja, ich habe dich nicht gesehen. Es war direkt am Tunnelausgang. Egal, wir sind im Tunnel. Auf jeden Fall fährt wieder zurück. Das könnten wir vielleicht schon schaffen zu dritt. Ganz schön kribbelt der Junge. Okay, irgendwie ist weird, was gerade passiert, aber. Ich bin dran, wäre gut. Dahin, wir vorbeifahren. Porsche allein, bitte. Der sollte raus, ja. Was? Ich habe auch eine Verfolgung. Ist mit dem Auto losgeht, das also ja, einfach keine Ahnung. Ja, alleine kurz mal dranbleiben, wir machen kurz den Z. Oder mach Sack an, dann machen wir den zu dritt jetzt vielleicht. Er fährt parallel nördlich hier rein Richtung. Hauptstraße. Hä? Nein, nicht. Der Osten, Westen? Richtung Westen. Mein Gott, hey, der muss doch schon richtig kassiert haben jetzt. Ja, keine Ahnung, das war auch irgendwie komisch. Also auf dem Randstein konnte der beschleunigen und mich dadurch wegdrücken. Das war irgendwie gerade ganz weird. Er fährt Winkelgasse rein, ich bin aber leider dran vorbeigefahren. Egal, er kommt am selben Punkt
Winkelgasse ist. Jetzt da vorne kannst du machen. Und fährt ja, fahrt jetzt Hauptstraße. Der hat irgendwie ultra viel Grip, warum auch immer. Ah, fuck, ich hol ihn da rechts rein. Ja. Aber der hat gar keine Leistung mehr. Ja, da kann ich einfach wegdrücken, das kleine Taxi. Ja. Fährt jetzt Richtung. Und drauf. Ich nur. Doch nicht. Bist du. Also ja, ist hier unten gelandet. Ja, ich glaube nicht. Ja. Und der hat auch nichts. Der hat nichts mehr. Der hat nichts mehr. Ja, komm mal. Braucht ihr meine Hilfe oder kann ich dem anderen dranbleiben? Ja, bleib dran. Komm runter. Komm jetzt aber. Okay. Ich glaub, hat er jetzt gut? Ich glaube schon, ja. Okay, nice. Also wir sind im organisatorischen U. Obligatorisch. Der hat ziemlich viel Schaden gefressen, aber ich auch. Ich Welche Richtung fahrt du? Richtung südlich. Okay. Straße. Der hat jetzt. Das ist übrigens Kaffeepause jetzt. Der fährt jetzt gleich in südliche Straße ein oder fahrt halt runter. Im Haarladen. Kollege, da geht's nicht lang. Doch, da Kaffeepause. Kaffeepause. Achso, ist das hier auch ein Punkt? Okay, ja. Hab's kapiert. Sorry, mein Fehler. Also Kaffeepause, Sperrstraße Süden, oder was? Genau. Ich hab den Evo frontal getroffen, Sperrstraße, Richtung Eskalation rein. Aber ihr macht jetzt den einen anderen, ne? Wir sind jetzt hier drin gerade. Ja, dann macht ihr den jetzt, ich bleib da alleine dran. Passt. Aber ich komme nicht hinterher, ich bin total am Arsch. Fährt ins U rein Richtung Brunnenplatz. Beziehungsweise. Ich mach mal testen hier. Sorry. Cool, ich probiere dran zu kommen. Fährt jetzt unten aus dem U raus. Woo! Fahr! Sorry. Ich mich mit abrollen. Fährt jetzt Boden vorbei. Voll weggekippt, sorry. Sehr gut. Das ist also wirklich schneller, durch den Park zu fahren, wenn er ins U reinfährt. Wo fahrt ihr da weit? Wir sehen jetzt da vorne irgendwie. Nördlicher Tunnel. Durch den nördlichen Tunnel kann ich ihn angreifen, bis er fahren, oder? Ja, hau rein. Ich bin von Sperrstraße kommt. What? Ah, der sieht den Verkehr jetzt vorne nicht. Einfach reinhalten, vorne einfach reinhalten. Ja, kann ich nicht, weil er sieht den Verkehr jetzt. Doch, kannst du. Natürlich. Weiter. Nördliche Straße Richtung Osten. Im Pader halt rein. Naja, das war der Plan. Natürlich. Wo seid ihr? Weiter nördliche Straße Richtung Osten. Weiter nördliche Straße Richtung Osten. Bis durch das, das östliche S nach Süden. Ja. Ich will anders übernehmen, weil meine Karre ist. Ah! Natürlich ist genau jetzt keiner mehr da. Ja, ich musste gerade noch auspacken, ich habe keinen Grip und meine Reifen sind komplett hinüber. Ja, wir waren auch gerade zu dritt. Macht bitte diese eine Verfolgung fertig. An dem hier kann ich alleine dranbleiben. Ja. Alle zu der angesagten Verfolgung von Andi, bitte. Ja. Ist der hinter euch, geht Wo seid ihr? Okay. That's it. Ja, er ist durch. Okay. Okay, Eskalation Richtung Hauptstraße hoch, also hinterm Treppenplatz. Also diese Verbindungsstraße, da steht er jetzt mehr oder weniger, der ist richtig langsam. Eskalation gleich wieder, fährt im Rückwärtsgang dahin. Eskalation Richtung Sperrstraße. Jetzt gleich Sperr. Kreuzung Süd, Sperr Richtung Süden. Jetzt steht da natürlich so ein Corrado, der mich ein bisschen aufhält. Immer noch Eskalation rein. Richtung wieder zurück zu. Ah, das war immer noch Eskalation. Jetzt wieder Richtung hoch zur Hauptstraße. Das ist Verbindungsstück zwischen Treppenplatz. Ja, einfach hinten dran. Ja. Perfekt.
21, 22, 23, 24, 25, ja. Okay. Jetzt habe ich eine Frage, wo ist die Eskalation, weil in der Karte steht es nirgends drin. Ja, ist fest. Wir haben jetzt 5 Stück, ne? Ist das korrekt? Ja. Kann sein, ja. Okay, ich repariere mich mal kurz, aber... Ah ja. Alles klar. Bam 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 bam. Dafür brauchst du so 30 Sekunden vorbei. Oh, muss mich beeilen. Wir noch reparieren. Ich hab den Stereon, fährt Hauptstraße Richtung Osten. Welche Höhe ungefähr gerade? Ja, ist gleich aus der Stadt raus Richtung östlichsten Punkt. Da oben. Ja, Richtung Stadtumfahrung. Jetzt jetzt hat er mich outfällt. Komm her. Er fährt hoch Richtung. Er fährt parallel nördlichste wieder Richtung Westen. Oh, ich habe unfreiwillig den Evo 8, der ist voll in mich hinten reingeballert. Hauptstraße bei der Universität fährt Richtung nördlichste. Ah, genau, Camaro. Sind jetzt immer noch bei der Universität Hauptstraße. Und er fährt Richtung Westen, entscheidet sich dann aber für den Statuenplatz. Und dann Richtung Theater. Fährt weiter Richtung Teufelseck von da aus. Und fährt dann 20, 22, 23, 24, 25. Ja, dann gar nicht mehr. Okay, das war, ja. Geschenkt. Wieder Brunnen. Komm, schade. Okay, ich hab den Stereon, er ist, Theater. Und fährt von da aus Richtung Teufelseck. Sehr gut, sehr guter Treffer. Sehr gut, sehr gut. Komm, ja, den kriegen wir hin. Einfach seitlich dran, ja. Ich war hinten dran. Ja, ich denke... Irgendwie müssen wir die 20 ja voll machen. Ja, ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr, aber... Wahrscheinlich nicht, nee. Zweistellig ist noch theoretisch möglich, würde ich sagen. Wir haben noch 8 Minuten. Ja, eben. Ja, muss halt auch eine Folgung finden und sie schnell zu Ende bringen. Ja, ich gucke mal unter von da, ich bin eh gerade allein. Aber so wie die mich vorher ignoriert haben, fahren sie jetzt in mich rein gefühlt. Also es ist irgendwie eine sehr verkehrte Welt. Die müssen die Racer jagen mich quasi. Mal da lang kurz. Ja, ich würde sagen, aber verteilen und dann versuchen. Gerade fast über Land getötet. Den von Evo gehalten hab. Ist jemand gerade zufällig südlichster von uns? Okay. Dann fahre ich die mal ganz schnell ab. Ich habe wieder einen Brunnenplatz. Brunnenplatz, okay. Beziehungsweise hier. Nee, hä? Kopfspar. Also, welcher der ist jetzt aber eigentlich fest. Ansonsten hätte ich den Stereon wieder. Er fährt gerade. Wo ist denn der Park? Nee, hä? Doch, Park wahrscheinlich. Also, hä, sind komische Ansagen. Nein, sorry. Ich kann mich gar nicht orientieren. Tut mir leid, ich muss jetzt kurz gucken. Dann sage ich mal weiter an, oder? Wenn du nicht so. Er fährt jetzt im Untergrund, aber. Ja, okay, komm, ich sag Stereon. Stereon ist südlichster Tunnel Richtung Baseball unterwegs. Der BRZ hat ein Design. Kommst du dir rasch? Ja, der BRZ hat ein Design. Fährt Teufelseck. Und Teufelseck in Untergrund rein. Also quasi östlichstes Teufelseck. Nein, ich war da schon gut. 20, 22, 23, 24, 25. Er hat sich einfach selbst festgesetzt. Hauptstraße, Winkelgasse Richtung Parallelnördlichste. Ich hab den Porsche auch. Nochmal, Andi, ich hab's nicht verstanden. Parallelnördlichste, Winkelgasse rein. Winkelgasse rein Richtung Hauptstraße. Okay. Hauptstraße nach Westen. Ein Stück hinten dran leider. Fährt Richtung Eskalation runter. Okay. Und ich habe keine Ahnung mehr wohin. Schade. Der andere Verfolgung noch da? Ich hab noch Evo. Richtung. Ja,
Wem verfolgen wir jetzt, den Porsche oder den Evo? Sag einfach an. Ich brauche Ansagen. Mir ist egal, wer. Evo Bergaufstück von Teufelseck Richtung östlichste. Ist jetzt gleich östlichste Straße. Ist jetzt östlichste, fährt Richtung Hauptstraße hoch. Cool. Ich Hauptstraße. Ja, ich bin hinter dir. Dreht aber um auf den Weg, also jetzt wieder östlichste Richtung. Von da aus wieder nicht zu uns. Richtung Todeskörb. Der bleibt dran. Fuck, sorry. Okay, ich glaube, Porsche hat sich erledigt. Ja. Was denn Porsche? Das bringt nichts. Evo Todeskörb. Ich muss wieder reparieren, ich hab. Ja, sagen Sie mir Evo bitte. Evo Todeskörb, jetzt genau. Fährt jetzt von da aus Richtung Theater. Beim Theater will er in den Untergrund, tut das auch. Das ist. Boah, ich hab einen Impala erwischt. Bleib vorne, bleib vorne! Ja. Bleib vorne! Sorry, zu spät gesagt. Ja, mein Fehler. Okay, jetzt sind jetzt vier Stück, das sollen wir hinkriegen. Da vorne an die Bank. Ja. Sorry. Ja. Schade. Kurve bitte nehmen. War der Plan. Wo seid ihr denn? Nicht mich hin, bitte. Jetzt. Ich mich. Habt ihr? Können wir noch reparieren? Ja, oder? Ich muss. Da sind halb Minuten noch. Ich muss reparieren. Ja. Alle, das gibt's doch gar nicht. Ich direkt mal weiterkommen. Wenn ich mit einem Aufprall gleich 80% Motor hab, was soll denn das? Dam da di da da di da di da di da dam dam dam. Das ist übrigens das neue Martinshorn. Ah. Da kriegt man gleich Angst und Schrecken, wenn man das macht. Haben wir gerade irgendwie Verfolgung oder nicht? Nope. Ne, ich glaube nicht. Ich hab dich ja von deiner befreit. Nee. Außersehen. Ich hab da vorne was gesehen beim Treppenplatz, aber ich weiß nicht, ob es ein Kopf war oder. Ich glaube, wir haben die GT3 hinter uns, Andi. Drüber. Wow. Ja, abseits. Regen, hat jemand sich für Slicks entschieden? Er kommt da trotzdem in deine Richtung, dreh wieder zurück um. Wo seid ihr gerade, Chris? Sorry. Wo wir gerade sind? Ja. Gute Frage. Irrelevant. 20, 22, ja, irgendwann 23, 24, 24, 25. Wir sind nirgendwo mehr, das festgesetzt. Ja. Das war jetzt sehr gut. Das war die 10. Sehr geil. Jetzt zur 20. Winkelgasse der Impala-Dings. Hauptstraße Richtung Osten. Achso, die haben wir überhaupt noch gar nicht verfolgt. Okay. Die Lowrider-Dings. Ist jetzt vielleicht auch schon ganz am Ort. Fährt östliches S. Stimmt, hatten wir noch. 3 Minuten noch. Fährt Richtung Todeskörper runter. Da ist gerade was hupend in der Eskalation Richtung Bahnhof gefahren. Ich guck mal, was das war. Todeskörb, von da aus Richtung Theater wieder. Das dran. War der Evo. Fährt Eske. Ja, wir sind schon zu zweit. Fährt Statuenplatz Richtung Universität wieder. Wieder Hauptstraße Richtung. Ne, fährt Richtung Norden. In die parallel nördlich Richtung Westen. Und hängt sich an Laternen auf. Der räumt aber die ganze Stadt auf, ey. Der hat aber Power. Bleib mal bitte rechts, ja. Halt voll rein. Okay, hat nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Er will hier abbiegen. Das war fast klar. Also am Evo bin ich dran und der hat wohl schon so kassiert, dass der nicht mehr wegkommt von mir. Kann aber auch schon. Was war das denn? Seid ihr gerade? Mit westliches S. Wir sind im westlichen S, fährt aber wieder nach Norden hoch. Also wir sind gleich wieder nördlichste, ach, sehr ja, gut. Genau. Ja, da. Schade. Der hat glaube ich kaum Grip, aber ohne Ende Power. Der hat halt super viel Drehmoment, kann das sein. Der ist schon nördlichste? Ja, der hat auch einen 7-Liter-Motor. Nördlichste Richtung Osten, Eingang parallel nördlichste jetzt. Schieb ihn ruhig von hinten einfach ständig an. Ich ein bisschen nervt, sonst reicht's nicht. Evo habe ich. Okay. Der ist BRZ, Achtung, falls in der Mitte. Du. Wo denn? BRZ auch nördlichste gewesen. Da hatte ich. In welche Richtung?
Westen. Westen, genauso wie der Impala jetzt. Aber also okay. Wir sind nicht dran am BRZ, der war da nur. Ja, ich nicht. Wow! Nicht frontal rein. Lass mich mal kurz durch, danke. Also Impala wieder Richtung Westen, parallel nördlichste, fährt jetzt wieder auf die Kreuzung zu. Okay, der fährt die ganze Zeit rückwärtsgang. Ich hab noch nicht mal gesehen, dass ihr da angeschossen habt. Gott. Jetzt aber. Die Laterne. Alles gut. Einer hinten vorhin. Ja, ja, reicht. 21, 22, 23, 21, 25. Ja, Hammer. Der BRZ müsste da auch noch irgendwo sein, oder nicht? Hier Mann, ist der Toyota. Der ist parallel nördlich. Gut, in welche Richtung? Ja, Toyota. Richtung. Ich meinte BRZ, glaube ich. Ja, GT 86 halt und BRZ ist gleich auch da. Achso, ja. Wo fährt er weiter? Sind jetzt. Jetzt fahren wir gerade Richtung. Ja, ich sehe es schon. Nördlich Theater, also beim Teufelskörb. Oh. Wie ist er dann weitergefahren? Ah, okay, Theater rein. Hinterm Theater, wir war. Jetzt übrigens Overtime jetzt. Die Ansagen müssen ein bisschen besser kommen da vorne. Ja, ich kenne mich hinten nicht aus. Jetzt sind wir, glaube ich, in Vira. Parallel ist südlichste. Versuch entgegenzukommen. Und fährt Tunnel rein, ne? Ja. Versuch entgegenzukommen. Welche Seite ist er? Er fährt Richtung Baseball. Nicht mehr reparieren, ihr wisst Bescheid. Hab ihn verfehlt, leider. Ja, alles gut. Ja, lass einfach, wir sind eh in der Overtime. Ich glaube, wir haben keine zweite Verfolgung, nehme ich mal an. Dann lass da einfach safe dranbleiben, alle ran und dann machen wir die Attacke. Wo ist er? Richtung Baseball? Baseball fährt da quasi hinterm Baseball auf die östliche hoch, da wo es so ein bisschen bergauf geht. Also wird auf die östlichste Straße fahren. Fährt links, weiß nicht, was für eine Straße fährt nach Norden, oh Gott. Sorry. Bleib mal rechts, bitte. Fährt von da aus dann nach Süden, nicht nach Süden, nach Westen runter. Er kommt Teufelseck von oben nach unten. Halt ultra weit weg von ihm. Ist jetzt Teufelseck. Und fährt dann Richtung Theater. Und dann zum Hohen Randstein. Bremst hart an und fährt quasi vorm Hohen Randstein nach oben Richtung S. Und er fährt auch S rein. Jetzt S, also Richtung Hauptstraße, beziehungsweise nördlichsten Straßen. Okay, da hat irgendwas gerammt, was ich nicht sehe, lustigerweise. Er ist jetzt nördlichste Straßen, er fährt parallel nördlichste Richtung Westen. Er hat halt wieder so viel Grip, als dass ich da nichts machen kann. Es tut mir leid. Alles gut. Er ist keine Ahnung, was er. Ich glaube, ich sehe den Verkehr nicht und er sieht ihn. Ich sehe nämlich wirklich keinen Verkehr gerade. Parallel nördlichste trifft jetzt gleich auf die nördlichste. Bis jetzt bei der nördlichsten und er fährt weiter Richtung nördlichster Punkt. Ist jetzt nördlichster Punkt. Und er fährt nördlichsten Tunnel rein, Richtung Süden, Richtung. Moment, ich sag gleich, wohin fährt. Er bremst hart an, Hauptstraße Richtung Osten. Fährt also Richtung Treppenplatz. Oh fuck. Ist jetzt Treppenplatzkreuzung, fährt aber Speer Richtung Süden runter. Speer Richtung Süden weiterhin. Du kannst angreifen. Sorry. Ja, das ist schwierig. Am Heckflügel verloren. Er fährt nein, obligatorisches U rein. Boah, Alter. Ich bin wieder irgendwie da ins Haus. Das macht da keinen Sinn, hier anzugreifen. Er ist obligatorisches U immer noch. Fährt jetzt da weiter Richtung quasi Bundplatz. Wir könnten ihn versuchen, da rechts reinzudrücken, wenn es geht. Oh, okay. Er hat halt ziemlich viel Grip. Das ist schwierig, den irgendwie irgendwo hinzudrücken. Ist jetzt gleich beim Bundplatz. Müssen die Zeit halt ein bisschen im Auge behalten. Ah! Ja, jetzt fährt er da runter einfach. Also er hat immer versucht, die Kurve zu nehmen. Nö. Der, also egal, ist jetzt Bahnhof. Okay, komm, jetzt muss man aber Angriff setzen. Ich probiere entgegenzukommen. Wir sind Bahnhof quasi von Süden nach Norden. Also westlichste Straße ist das.
So viel Hinterachs-Skript ist der Wahnsinn. Verdammt! Mann, das wäre so gut gewesen. Ist gleich wieder Treppenplatz. Ey, da fährt so eine komische Scheiße, Mann. Was ist das? Ich verstehe es nicht. Links durch. Ja. Ja, da bist du doch zum Schneider, aber meinst. Wir haben noch eine Minute, ey. Komm, ja. Jetzt müssen wir es. Ja, ist ganz durch, oder? Ja, fährt Hauptstraße ganz Richtung aus. Hm. Naja. Ich fahr das Bus hinüber, ich komm kaum noch hinterher. Ja, wir sind noch vor der Kreuzung. Da vorne ist es. Schön, dass wir gerade beide rausgerutscht sind. Oh, scheiße. Komm. Richtung SDSS. 10 Sekunden. Komm. Da war der Sand. Wow. Ja, gut. Ich habe euch verloren, wo seid ihr? Ja, aber es ist eigentlich durch, oder? Ja, ist eh vorbei, Overtime, oder? Overtime vorbei. Ja, ist durch. Ja, das war gerade ultra komisch. Also sieh mal halt, das Netzwerk wahrscheinlich wieder richtig rumgebackt hat, ey. Also sah richtig wild aus. Aber egal, war dann okay. Wir haben trotzdem, glaube ich, 11 bekommen. Ich glaube, da können wir gerade so mitleben. 12. 12 sogar, okay. Jo. Neizen. Gut, dann sind wir raus von einer weiteren Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Morgen wird es, so ist der Plan, wieder was Specialiges geben. Schaltet da auch sehr, sehr gerne ein. Wir sind raus an dieser Stelle. Macht's gut und bis denne. Ciao. Tschüss. Servus. Ja,